So. Also der Freisitz sieht schon mördermäßig riesig aus. Aber wir haben ja jetzt Fütterungszeit. Ich habe gekocht für die Lieben. Jetzt muss ich mal eben gucken. Ich wollte es euch ja zeigen, wie ich das am besten mache. So, fangen wir mit dir an. Meine Süßen lieben ja ihr warmes Essen. Nimmst du den ersten? So. Heute gibt es Mango mit Äpfel, Grieß, spezielles Mineralfutter dabei. Ich weiß jetzt gar nicht, ob unsere My Lady das auch nimmt. Sie sitzt hier gerade. Mal gucken. My Lady. Guck mal hier. Ich bin mal gespannt. Versuch's einfach mal mit dem Finger. Mal hier. Meine Schöne. Also sie kennt das nicht, ja? Sie hat gestern ein bisschen was gegessen. Aber sie ist Obstverweigerin. Guck mal. Guck mal, ich leg's dir hier rein. Okay, wir fressen denn drumrum, ja? Ich nehme mal eben ihren Napf hier raus, den kriegt sie gleich wieder. Weil ich schon möchte, dass sie ein bisschen von diesem Aufbaufutter zu sich nimmt, weil das doch wichtig ist. Guck mal hier. Feines Mädchen. Also sie ist wirklich total entspannt, nicht gestresst, aber vielleicht, wenn sie sieht, dass Sir es frisst. Sir, kommst du zu mir? Sie sitzt da oben. Kommst du zu mir? Na komm. Na komm. Hä? Dicker. Ja, hi. Hi, machst du. Ja, hi. Alles gut? Alles gut, mein Schatz. Also Sir mag das eigentlich ganz gerne, aber er hat eben schon gegessen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er hier was nimmt. Du magst auch nicht. Sir, ich habe so lange in der Küche gestanden und habe für dich gekocht. Du magst das auch nicht gerade. Ich könnte sie jetzt beide überzeugen, ja, wenn ich mich jetzt hier hinsetzen würde und würde es essen, weil Aras müssen immer das haben. Hallo! Ja, Genevieve, My Lady, was machst du? Hallo? Ja, toll. Ja. Sie surrt immer so von der Stimme her. Das ist total schön zu hören, denn immer. Ich versuche mal, ob ich den Bottich hier so ein bisschen einklemmen kann. Ja, geht. Guck, ob ich ihn überzeugen kann, wenn ich so tue. Oh, lecker, Sir. Magst du auch mal probieren? Ja? Er mag mich, aber ich will ihn auch nicht zwingen. Jetzt sehen meine Finger toll aus, voller Futter. Das klebt auch noch so, weil da sind frische Mangos drin. Aber ich habe hier einen Lappen. Alles gut, Liebes. Alles gut. Also mittlerweile, man sieht, wir haben hier also schon richtig mal Lucht, ja? Jetzt ist die Sonne wieder da drin. Also wir haben hier zwei Fenster in dem Vogelzimmer drin. Und die haben ja richtige Sonnenseite hier, ja. Also wir fangen hier an. Ich habe heute Morgen hier alles sauber gemacht. Guckt euch mal den Boden an. Es sind reine Schmutzfinken, die zwei, ja. Es sind reine Schmutzfinken. Ich zeige euch mal. Ich habe hier eben noch mal, bevor ich das Futter geholt habe, durchgekehrt, ja. Und das ist nur von heute Morgen, wo ich durchgekehrt hatte, bis jetzt eben. Guckt euch mal den Haufen an, ja. Oh. Die zwei sind echte Schmutzfinken, aber es ist nicht schlimm. Der Boden ist ein Steinfußboden, man kann ihn jederzeit schön schrubben. Also man fängt hier an, ja, das ist der erste Aufbau, dann geht das mit dem schweren Tau rüber zum zweiten Aufbau. Da ist ihr Lieblingsplatz, da sitzt sie total gerne. Ja, dann geht es weiter mit dem Tau
rüber zum dritten Baum. Ich sehe gerade, da hat jemand auf den Baum geschissen. Muss ich gleich wegmachen. Dann geht es mit dem Tau zum Kletterwürfel rüber. Und dann mit dem Tau rüber zum letzten Aufbau. Also insgesamt stehen hier vier Holzelemente. Also vier Bäume, sage ich jetzt mal. Ja, und die sind denn verbunden. Also hier, dieser ist einzementiert, der hier. Der erste ist auf ein Rollbrett, damit ich ihn besser verschieben kann. Die anderen sind alle mit Ständerwerk. Da sitzt unsere schöne Genevieve, ne? My Lady. Alles gut? Alles gut? Ist ganz ruhig, nicht aufgeregt, ganz entspannt, ja. Wow. Und hier ist unser Sir. Ja, dich wollen wir ja nicht. Wie machst du? Und unser Sir hat heute Mittag total liebe Lieder gesungen für Genevieve, ne? Ja. Hast du gesungen? La la la. Ja, hast du ihr Liedchen vorgesungen, ne? Das hast du schön gemacht, ne? Komm mal hier. Ja, du bist doch mein Schatz, ich weiß doch. Er ist immer so ein kleiner Grabscher. Du musst deine Hände festhalten, ne? Ja. Hi. Hi, machst du. Hi. Magst du mal hier hinkommen? Ich sitze jetzt relativ weit oben. Dann komme ich da nicht so dran. Ja. Ne, du bist mein Dicker, ne? Du bist mein Dicker. Ja, neben Genevieve, da sieht man mal, also es ist echt ein Mega-Abstand, ja. Also dieses Zimmer ist sehr weitläufig, wo sie jetzt klettern und laufen können. Und einige hatten gefragt, warum es hier noch so hell ist. Wir haben ja das Zimmer ganz neu renoviert jetzt, ja, weil es ja dann doch relativ schnell ging, wo die Dame hier ist. Das hieß, alles Alte ist hier runtergekommen. Ja, hier steht das Essen von beiden. Ich versuche es gleich. Und an der Wand kommt jetzt noch die Fototapete komplett dran. Das ist ja, das hier auch schön grün ist hier in der Ecke, kommt noch ein Bambus hin und da in der Ecke auch. Ja, und dann, hi Lady, ja, alles gut. Ja, und die beiden können sich einfach so bewegen, wie sie wollen. Sie müssen nicht aufeinander hängen. Gestern waren sie mal ganz kurz nebeneinander. Ja, aber Sir ist so dieser kleine Imponierer. Und ist man von dir am Reden, Schatz? Ja, dann komm. Und hat ihr denn schnell gezeigt, ja, er ist der Herr im Haus. Aber sie hat sich gut zur Wehr gesetzt, ne, Schatz? Ja, sie hat dir gezeigt, ne, wo der Hammer hängt. Ja, mein Freund, ne? Ja. Seine Streichel- und Schmusereinheiten kriegt er nach. Hallo. Kriegt er. Huch! Was war das? Da musste ich meine Hand schnell wegtun. Ich muss immer aufpassen, weil er will mich immer füttern. Und ich habe jetzt gehört, dass ich das unterbinden soll. Deswegen tue ich jetzt mal ganz schnell meine Hände weg, wenn er kommt, dass ich ihm nicht mehr die Gelegenheit gebe, dass er mich denn eben füttern kann. Die Fenster sind vergittert. Ja. Da kommen sie also nicht durch. Und wie gesagt, sie können auch beide nicht in dem Sinne fliegen, wie man das kennt. Sir kann gar nicht fliegen und sie kann nur gleiten. Also sie schafft es schon, von der Seite, wo Sir sitzt, rüber zu fliegen, auf der Seite, wo sie jetzt sitzt. Ja, und gestern hing sie auch auf einmal bei Gerhard hinten am Rücken, wo er hier reinkam. Aber sie fliegt von ihrem Freisitz nicht weg, was für uns denn eben zeigt, sie hat ihn für sich angenommen, ja, weil da sie gleiten kann, ja, ich komme, Schatzi, da sie gleiten kann, hat sie die Möglichkeit, ja, wegzufliegen, wenn es ihr nicht gefallen würde. Und sie tut es aber nicht, ja, sie hat ihn also. Ja, habe ich gerade erzählt, dass sie auf deinem Rücken war, Schatz. Oh, Sir hat den Papa gehört, dann ist er natürlich immer total außer. Der ist nicht da jetzt, nein. Dann ist er immer total außer Rand und Band, ja.
Jetzt guckt er, wo ist er? Ne, er kommt nicht. Nein. Oh ja, und das ist, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen wollte. Ja, ich habe einige Privatnachrichten gekriegt, Daniela. Also wirklich, ich glaube, es waren an die 45, ja, wo man gefragt hat, darf man euch mal besuchen kommen, ja, darf man mal gucken, wie ihr wohnt. Natürlich ist jeder bei uns herzlich willkommen, ja, wir leben ja, wir leben nach dem Motto, bei uns ist jeder willkommen. Ich würde nie einen abschlagen, dass er uns besuchen kommt. Aber es ist immer eine Sache, es darf auch jeder Sir Lancelot und My Lady Genevieve kennenlernen. Das ist auch ganz klar, ja. Aber es sind keine Kuscheltiere, das schreibe ich auch denn immer, ja. Jeder darf sie sehen, jeder darf auch gucken, ja. Aber ich bin, was das betrifft, vielleicht ein bisschen eigen, ja, dass ich denn sage, es gibt kein Rumgekletter der Aras auf fremde Menschen, ja. Weil ich habe die Verantwortung der Tiere. Es sind Tiere, die einen Menschen verletzen könnten, ja. Und ich möchte nicht. Du hast schon wieder gekackt. Und ich möchte nicht, ja, dass da nachher ein Unfall passiert, weil ein Ara ist sehr schnell. Er war ein Vor, in dem sich seine Gesichtshaut rötlich verfärbt, dass man sieht, wenn er aufgeregt und angespannt ist. Aber das geht mitunter sehr schnell, sodass ich immer sage, uns darf jeder besuchen, es darf auch jeder unsere Tiere kennenlernen. Und alle Tiere, wo ich wirklich meine Hand für ins Feuer halte, ja, dürfen auch beschmust werden. Ja, aber bei den Aras mache ich eine Ausnahme. Die dürfen nicht geschmust werden. Ja, ihr dürft die Aras gerne mit füttern. Wer hier gerne putzen möchte bei den Aras, darf das auch machen. Ja. Und ich habe hier immer frisches Essen. Ich koche ja für die beiden eine Mahlzeit am Tag selber. Es darf jeder bei einer Fütterung gerne anwesend sein. Ja, es darf gerne jeder auch einen Apfel oder eine Birne oder Trauben verfüttern. Ja, aber es gibt, und da bin ich wirklich rigoros, keine Knuddelstunde mit Sir Lancelot oder mit My Lady Genevieve. Ja, Fotos machen ist alles kein Problem. Aber singen mit Sir geht jederzeit, ja. Das biete ich. Ich sag sogar immer, ja, wenn mal jemand Lust hat und möchte mal mit Sir Lancelot singen, sagt mir Bescheid. Ich mache ein Live an, ja. Ich hole euch, man kann ja jemanden dazu holen in dieses Live. Ich hol euch dazu und dann könnt ihr mit Sir Lancelot singen. Von mir aus stundenlang. Er mag das, ja. Aber ich akzeptiere das insoweit meine Katzen und mein Hund und mein Chinchilla. Ja, der ist ja auch noch alleine, da suchen wir ja noch einen Partner für. Sind, ich möchte ihnen keine Liebe aufzwingen, sondern sie sollen selbst entscheiden, was die machen. Das heißt, meine Katzen können zu den Menschen gehen, wenn sie schmusen wollen. Das kann mein Hund auch und der Chinchilla auch. Die Vögel können es nicht, ja, weil sie sind flugunfähig. Das heißt, sie können nicht weggehen, außer jetzt innerhalb ihres Zimmers. Und deswegen beuge ich davor, dass ich sage, jeder darf gerne reinkommen, jeder darf sich angucken, wie unsere zwei wohnen, wie unsere zwei leben. Ich weiß, das gibt da draußen einige, denen das interessiert. Ich habe das auch, ich bin sogar, und ihr werdet das nicht glauben, ja, ich bin jetzt sogar in zwei E-Mails angefragt worden, ob ich bitte Autogrammkarten für Sir Lancelot und für My Lady machen würde, also für My Lady Genevieve. Ich habe den gefragt, wie man sich das vorstellt, ja, Autogrammkarten von zwei Vögeln zu machen. Und dann hieß das, ja, ein schönes Foto von beiden zusammen und dann einen Fußabdruck. Die Überlegung war denn gestern kurzzeitig da, ja, vielleicht mache ich das ja und wäre denn eine schöne Karte von Sir Lancelot, ja, und von dir, Genevieve, haben möchte, ne? Der kann sie denn dann gerne bekommen. Aber ich habe gedacht, die Menschen kommen echt auf Ideen. Das ist echt wahr. Aber wie gesagt, besuchen. Ich würde nie irgendeinen Menschen abschlagen, uns besuchen zu kommen. Jeder darf das jederzeit hier gerne machen. Ja. Ich habe auch im letzten Jahr immer die gesammelten Federn verschickt, ja, überwiegend an Kinder.
wo die Eltern denn geschrieben haben. Und ach, da bist du. Die sind denn von Sir Lancelot gesammelt worden von uns. Und die haben wir denn dann verschickt für die Kinder. Das werden wir dieses Jahr wieder machen, wenn wir die Federn wieder zusammen haben. Weil wir haben ja einige jetzt für das Bild gebraucht, das mein Mann gemacht hat als Dankeschön. Da sind ja die Originalfedern von Sir Lancelot eingebaut gewesen. Dann haben mich einige gefragt, ob mein Mann diese Bilder oder so ein Bild nochmal malen könnte von ihrem Vogel. Da kann ich ganz klar sagen, das würde mein Mann machen. Ja, mein Mann ist ja Cartoonist, er ist ja Zeichner. Und das, was ihr machen würdet, müsstet werden von eurem Vogel. Ja, weil es war jetzt die Anfrage von einer Amazonenbesitzerin und von einer Graupapageienbesitzerin. Dann müssten die Federn geschickt werden, das habe ich auch gesagt. Ja, und eine kurze Privatnachricht geschickt werden und dann kriegt man das schon, ja, geklärt. Das ist, denke ich mal, kein Thema. Ja. Ja. So, ich muss immer gucken. Das Schöne ist, ich kann die zwei wirklich wunderbar auch an der Stimme auseinanderhalten, ja. Weil Sir Lancelot hat eine extrem tiefe Stimme, ja. Und Genevieve hat eine ganz zierliche, hohe Stimme. Die rollt auch sehr. Nicht wahr, Genevieve? Ja. Ach, guck mal, wer da kommt. Ja, ihr könnt es nicht sehen. Und schwuppdiwupp sitzt Sir Lancelot wieder auf meine Schulter. Also jetzt muss ich ja leider mich zeigen. Ich bin absolut ungestylt. Ich habe voll Sonnenbrand im Gesicht. Ja. Und er hat das jetzt genutzt, dass ich Genevieve gefilmt habe und hat sich dann ganz schnell auf meine Schultern gesetzt. Mein Mann malt alles. Wie gesagt, Cartoonist. Er zeichnet. Entschuldigung, Schatz. Oh Gott, ja. Ich habe schon wieder malt gesagt. Er malt natürlich nicht. Er zeichnet. Ja. Mein Mann ist Cartoonist. Er macht alles in Cartoon-Optik. Er macht auch Porträts. Ja, aber er malt nicht gerne Porträts im normalen Style, sondern alles in Cartoon-Richtung. Also wer da interessiert ist an seinen Arbeiten, es gibt auf Facebook, ich poste das gleich mal auf der Seite, er hat eine Facebook-Seite, die heißt Gerhard Cartoon Fun Shop. Und da hat er viele seiner Bilder drauf, also nicht alle, sondern einige. Und ja. Er malt Tiere und aber wie gesagt alles in Cartoon-Richtung. Also ja, er macht. Es ist leider so, ja, Künstler sein in Deutschland ist sehr schwierig. Ich stelle mich mal so hin, dann seht ihr Genevieve auch. So, Künstler sein in Deutschland ist eine sehr schwierige Sache, ja, da irgendetwas auf die Beine zu bringen, das ist nicht einfach. Aber das ist schon okay. Oh, Schmuser ist wieder an. Na, den komm. Nee, nicht füttern. Nicht füttern. Schmusen hier. Er spielt wieder den Kasper hier, wie man sieht, ja. Alles gut? Oh. Das war ein dicker Knutscher, ne? Ich rieche so gerne an denen. Die riechen ganz besonders. Na, jetzt im Moment mehr nach Mango. Sie guckt. Mal gucken. Alles gut, Genevieve? Alles gut, ja? Alles gut? Das ist meine Lady. Alles gut? Ja. Das ist eine ganz schöne, ne? Ja, du bist eine ganz, ganz schöne. Ne? Ich drehe ihr sehr oft den Rücken zu, das mache ich auch, wenn ich hier reingehe, weil ich nicht möchte, dass sie sich bedrängt. So, das ist keine gute Idee, was du da machst. Du bist keine Fledermaus und du bist auch kein Leichtgewicht, ja? Und sie soll auf mich zukommen, ja? Dass sie so das Interesse bei mir sucht. Ja, du weißt das, ne? Du weißt das wieder. Natürlich. Alles gut? Ja. Alles gut? Bist du mein Freund? Häng dich nicht so runter.
Häng dich nicht so runter. Was? Kuckuck? Kuckuck. Nicht runterklettern von da, das tut weh. All die Federn werden, die zwei könnten theoretisch, wenn man ihnen die Möglichkeit geben würde und die Liebe wirklich, ich versuche mal, ob er wieder runtergeht. Gehst du mal runter? Bitte? Natürlich ist er jetzt schwerhörig. Ja. Geh mal runter. Geh mal da drauf. Das machst du extra. Ach so. Gehst du da mal drauf? Warum machst du das jetzt so? Hm? Also die zwei könnten natürlich. Sir, ich sehe dich. Nein, Sir, du sitzt nicht auf dem Freisitz. Du sitzt immer noch auf meinem Rücken und ich kann dich auch sehen. Ah, ja. Da nutzt kein Verstecken hinter mir, wenn du noch auf mir draufhängst. Also, natürlich könnten die Junge kriegen, aber das liegt für mich absolut nicht zur Debatte. Nein. Ich möchte, dass sie ihr Leben wirklich jetzt ja, genießen. Ja? Und sich nicht hier in irgendeine Aufzucht oder in sonst was reinsteigern. Sie sollen jetzt erstmal. Gehst du raus? Geh, das ist meine Brust. Hey, was machst du da? Das macht man nicht. Was ist das? Der ist echt. Du bist ein Sauhund. Ja, du brauchst auch nicht mit deiner Zunge da lecken. Alles gut. Ja. Gehst du da raus? Naja, man muss den echt immer im Auge behalten. Er ist so ein richtiger Schwerenöter. Ja, der muss immer touchen. Der muss immer touchen. Genevieve, alles gut? Alles gut da oben? Sie beobachtet das immer so aus sicherer Entfernung, aber wenn man mit ihr redet, ja, sie hört immer total toll zu. Alles klar, Liebes? Ja? Alles gut? Fein bist du. Ja, du bist fein. Alles klar. Ja, hier, was denn? Den komm. Na, den komm hier. Ja, du bist so schön, ne? Wenn man so mit ihr redet, die macht sich richtig groß und all. Das Sir macht nur Unsinn. Seht ihr den? Er macht nur Unsinn. Der versteckt sich die ganze Zeit hinter mir. Gehst jetzt wieder rüber? Hör auf. Du bleibst aus meinem Oberteil raus. Nee, nicht nein. Doch. Sir, lass das. Und du brauchst mir auch nicht die Zunge rausstrecken. Das sehe ich auch. Seht ihr das? Nur Unsinn im Kopf. Ich bin leise. Oh, habe ich wieder das Mikro zugehalten. Ich habe da ein Talent zu. Aber die, die mich kennen, wissen das. Denn einfach nur schreiben und dann mache ich es wieder weg. Sorry, ich hoffe, jetzt könnt ihr mich wieder hören. Ja? So, ich versuche jetzt mal, ob er. Sir, lass das. Das ist nicht nett, was. Bleibst du da weg? Nee, nicht, hä? Der macht nur Unsinn. Macht nur Unsinn. Er macht. Sir, raus da. Raus da. Lass das. Was soll das? Hä? Hä? Lass das sein. Was soll das? Nein. Was soll das? Das ist nicht nett. Lass das. Mua.
Gussi? Mua. Aber nicht so machen, wie du machst. Das macht man nicht. Ja. Er ist nicht erzogen. Er ist wirklich nicht erzogen. Ich muss es zu meiner Schande gestehen. So, ihr Lieben. Ich weiß auch nicht. Der ist heute echt. Aber ich finde schön, dass er wieder so locker fluffig ist wie sonst. Die Anspannung ist wie weg bei dem. Ja, der ist wieder so wie sonst. Sie sitzt da oben immer noch entspannt. Sie muss von selber kommen. Ich werde sie auch da nicht bedrängen. Sie soll ihre Zeit haben. Nicht jeder ist so leicht zu handhaben wie er. Lässt du das mal? Wie was? Das, was du da machst. Hä? Und musst du schmusen? Ah, guck mal. Das sind Araflügel. Oh, fein, Genevieve. Ja. Ist das fein. Ach, ich mag das so. Hört ihr das? Die rollt immer so. Das hört sich so schön an. So ein richtiges Surren macht die. Ja, die hat eine total ja, beruhigende Stimme. Gerhard Cartoon Fun Shop ist das. Ah, du kratzt mich und dann machst du A. Ja, das ist nett. Tust du mal deinen Puppes aus meinem Gesicht. Jetzt hängst du in meinen Haaren drin. Du musst zurück. So, ihr Lieben, ich versuche ihn jetzt mal hier drauf zu setzen. Mal gucken, ob es geht. Geh mal da hoch. Gut, es hat geklappt. Jetzt gucke ich mal eben, wie ich das hier wieder umdrehe. So. So, da ist er. Dann versuchen wir nochmal, ob er nochmal was essen möchte. So. Er mag mein gekochtes Essen heute nicht. Sir, soll ich das jetzt persönlich nehmen? Ja? Magst du vielleicht dir sowas da rausholen? Sir, ich nehme das echt persönlich, ja? Das ist nicht nett, was du da gerade machst. So, ihr Lieben. Ich lasse die zwei jetzt nochmal. Ich wollte auch hier. Ich muss viel Kaka wegmachen, wie ihr seht. Hier liegen überall Bomben, obwohl ich heute Morgen hier alles geputzt habe. Aber irgendwie kann man das, ja, jede halbe Stunde wischen. Ich werde hier, glaube ich, jetzt gleich überall erstmal Zeitung hinlegen. Weil das ist, glaube ich, einfacher. Wir sehen uns gleich nochmal mit Sir Lancelot und My Lady Genevieve. Und ich sage denn bis gleich. Habt einen schönen Nachmittag. Ciao. Machst du Ciao? Natürlich machst du es nicht.